Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Zum 8. Advanced-Kalendertürchen! Wir zocken heute eine Runde. Wisst ihr das schon? Kommt da schon drauf? Wir zocken heute eine Runde GTA. Oder Driver? GTA oder Driver? Sucht's euch aus. Wir zocken heute. Wann kommt denn endlich der Titelscreen? Wann wird's denn aufgelöst? GTA oder Driver? Nach was sieht's denn aus, Leute? Wer weiß es? Ja, weder GTA noch Driver. Wir zocken Wario Land 4. Wario Land 4 erschienen auf dem Game Boy Advance. Und wenn ich jetzt hier mal so rüber schiel, dann lese ich erschienen 2001. So, Push Start, machen wir glatt. Gehört zur Wario Land Reihe, ist ja auch irgendwo logisch, ne? Normal. Und ist ein hammergeiles Game. Wario Land, ne? Wer kennt es nicht? Die Serie nahm ihren Anfang damals als Super Mario Land 3 für den Game Boy. Also Super Mario Land 3. Wario Land 1 quasi für den Game Boy erschien 1994. Für den alten schwarz-weiß Kasten, für den grauen, klobigen Game Boy. Der direkte Nachfolger von Wario Land 1 ist nicht Wario Land 2. Wario Land 2 erschien, Moment, 99, beziehungsweise 98 in Japan, 99 bei uns hier in Europa. Ebenfalls für den Game Boy, Game Boy Color. Ist aber nicht der direkte Nachfolger dieses Spiels. Der direkte Nachfolger dieses Spiels ist Virtual Boy Wario Land. Erschienen 95. In Japan und Amerika, aber nicht bei uns. Ach, ich kann hier schon. Ich muss hier schon. Doschen ist hier schon gefordert. Ich habe mir eingebildet, ich hätte dieses Spiel schon mal auf Deutsch gezockt. Egal, die Halle der Hieroglyphen. Ich kenne das Spiel. Allerdings habe ich es nie durchgezockt. Immer nur hier und da ein bisschen angezockt. Hier, das ist so eine Art Tutorial-Level. Da wird uns ein bisschen erklärt, was wir tun müssen. So, einmal nach unten drücken. Ab durch die Röhre. So. Die Gegner bashen mit unserer RAM-Attacke. Alles wie gehabt. So, RAM, RAM, RAM und collecten, was das Zeug hält. So, und alles einsammeln. Der dritte Teil der Reihe, also Wario Land 3, erschien ebenfalls für den Game Boy, Game Boy Color im Jahr 2000. Und 2001 kam eben dieses Spiel. Jetzt muss ich hier rennen und springen. Ah ja, okay, funktioniert. Alle, obala, alle wegbashen. Jawohl, wir müssen die vier Ecken einsammeln. In anderen Wario Games waren es vier Teile einer CD, einer Disc, was auch immer. Was will er denn jetzt da? Hä? Ah, ohne RAM-Attacke, ich verstehe. Und springen, jetzt wird's kompliziert. Hier diese und springen. Nein, nein, aber da rammt er nicht. Ich soll R drücken. Nach rechts und springen. Aber da rammt er doch nicht. Hä? Ah, jawohl, so wird ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus. Bam, bam, bam. Alles bashen, alles bashen. In guter alter Wario-Manier müssen wir hier einsammeln und collecten,
So viel es geht, ne? Kohle ohne Ende. Ach, wir können hier was nehmen und schmeißen. Nein, schmeißen. Einfach nur B drücken. Ah, okay. Durchgeschossen. Und krabbeln können wir auch. Kann ich jetzt da durch? Geheimgang? Verdammt. Geheimgang hier für die Oberschlauen. Sehr schön. Ein Herz, das ist kein Scherz. So, jetzt nach oben drücken und B. Nein. Na komm, nimm das Ding, nimm die Kartoffel. Ah ja. Sehr schön. Doch, es ist witzig, das Game. Der direkte Nachfolger dieses Games nennt sich Wario World und erschien für Nintendo GameCube. Wird zwar auf verschiedenen Seiten nicht als offizieller Teil der Wario Land-Reihe gerechnet oder zugezählt, warum auch immer, verstehe ich nicht ganz. Ich meine, Mario World ist ja auch ein Bestandteil der Mario Bros. Reihe. Hieß halt nur Mario World. Um die Größe, um die Dimension besser zu beschreiben. Und hier ist es ja genauso, auf dem Gameboy hießen die Mario-Teile ja auch Mario Land. Und auf dem Super Nintendo dann Mario World. Und trotzdem ist es ja eine Reihe, so wir haben den Schlüssel. Und können jetzt quasi Richtung Ausgang. So, da oben noch, collecten was geht. Wir haben alles. Der Kasper mit der Lanze. Der Lanzenkasper. Oh, wir können hier Stampfattacke. Hammer. Bloß keine Münze auslassen. Wo ist jetzt hier der Ausgang? Ah ja, genau. Jetzt muss ich hier Anlauf nehmen. Ich brauche hier quasi... Holla, die Waldfee. Ja, ich brauche hier Feuerarsch. Für was bist du? Okay, auf den Frosch. Jetzt haben wir eine Minute Zeit, ans Ziel zu kommen. So, Stein nehmen. Da durchfeuern. Durchkrabbeln. Sind wir schon da? Wir sind schon da. Hier gibt's nichts mehr weiter zu holen. So. Der Nachfolger davon ist dann wiederum Wario Master of Disguise. Erschien auf dem Nintendo DS. Und danach wurde es relativ ruhig um unseren... Was ist Wario? Ist er ein Klempner? Das ist kein Klempner, oder? Er ist einfach die böse Version von Mario. Danach kamen nur noch diese Minigame-Wario-Games raus. Was weiß ich, was da alles noch gab. Alter, gab's noch eins? Ich guck mal kurz. Ich glaube, eins gab's noch, ne? Eins gab's noch. Genau, Wario Land Shakedown Mansion auf der Nintendo Wii gab's noch. 2008 erschien. Minigame Shop. Na, wir machen hier weiter. Wie gesagt, es wurde danach ziemlich ruhig um unseren Wario. Zumindest was die Jump Runs betrifft. Was ich schade finde. Ein neues Wario Land Game oder ein Wario Jump'n'Run auf der Switch. Das wird ein Doschen schon raushängen. Das wäre schon was. Nintendo nicht gleich nächstes Jahr, ne? Ich muss ja nächstes Jahr erstmal das neue Yoshi genießen. Aber vielleicht übernächstes Jahr. Oh, wir wollen ja nicht gewäscht werden. Ah, von hinten. Was bist du? Eine Aubergine, eine Avocado. Die Monster-Avocado. Muss man von hinten bashen. Und von hinten schubsen, das arme Dingens. Das ist doch noch ein Kind. Hat da seine Puppe dabei. Und weint. Wenn man es wegbasht. Mache ich was falsch? Alter Schwede. Alter Schwede. Wie siehst du denn aus? Oh oh. Komm, lass mich nüber. Lass mich nüber. Oh, jetzt sind wir. Wow,
Wo hat denn der? Ach, da oben ist eine Energie. Und schon ist er down, das arme Dingens. Ja, ja, Wario ist der Stärkste. Wario. Clear. Somit wäre die erste Welt, glaube ich, gecleared, oder? Wenn ich das so richtig verstehe. Richtig interpretiere. Ja, die Wario Games, die waren schon gut. Ich habe zwar nicht alle gezockt. Und durchgezockt habe ich noch viel weniger. Ich glaube, nur die ersten drei oder so habe ich mal durchgezockt, privat. Let's Play habe ich noch keine. Weil ich einfach nicht dazukomme. Was macht man? Die Emerald Passage. Die Saphir Passage. Machen wir die Emeralds. Palm 3 Paradise. Zack. Und schön auf den Frosch, wa? Sei kein Frosch. Oh, schön. Strandfeeling. Oh, oh, nicht alles kaputt machen, sonst kommst du nicht mehr an die guten Sachen. Irgendwie geile Ingame-Sound, ne? Für ein Game Boy Advance. Ja, das war schon... Das war schon eine gute Konsole, der Game Boy Advance, ne? Schade, dass ich ihn nie hatte. Ich glaube, der hätte mir als Kind gefallen. Aber als der rauskam, war der doch schon bereits kein Kind mehr. So, und der Vorgänger, der Game Boy, war nun mal mein letzter Handheld. Er war nicht der einzige Handheld, ich hatte noch Game Gear und so weiter, aber der Game Boy war nun mal der letzte. Ich muss aber auch sagen, dass ich nie wirklich Handheld-affin war. Ich habe natürlich Game Boy gezockt ohne Ende, aber es geht halt nix über den Pad in der Hand und sich gemütlich vor den Fernseher schmeißen. Das ist einfach Fakt. Das war damals schon so. Ist heute immer noch so. Welcher Knopf war das nochmal? Der hier? Nein, du musst hier jetzt Anlauf nehmen ohne Ende. Hier geht's rein. Ist ja interessant. Ein Mario-Versteck haben wir. War damals so, ist heute so, wird morgen immer noch so sein. Interessant. Bonus! Interessant, was man da alles findet. Aber da unten ist doch nochmal eine Tür gewesen oder sowas. Eieiei, kann ich eigentlich Wandsprung oder sowas? Nein. Oh, oh, Stachis. Stachis, die sind bestimmt nicht bashbar. Gehe ich jetzt mal auch von hinten nicht, oder? Ich würde jetzt mal behaupten, nein. Lass ich's mal. Stachis, gibt's hier Stachis? Gibt's hier eiskalt Stachis? Was ist das hier, eine Röhre? Wir collecten alles, haben wir gesagt. Weil Wario ist... Ups, verdammt. Geht geil. So ein Mist. Oh, interessant. Kann ich den nehmen? Kann ich den nehmen? Ah ja, jetzt kann ich ihn da oben schmeißen. Komm, nimm den komischen Kasper da. Nimm ihn. Und schmeiß ihn nach oben. Ah. Interessant. Collected. Und ab dafür. War das alles? Sieht so aus. Interessanter Bonusraum gewesen. Halt ich wieder oben rein. Ich will da oben. Nee, Mensch. Na komm schon. Hä, warum geht er nicht? Er möchte nicht. So, was ist jetzt da oben? Nein, Mensch. So, da sieht man mal, welch Zufall es war, dass ich das überhaupt gefunden hatte. Weil so einfach ist es gar nicht. Hä? Bin ich jetzt da woanders? Oh, oh, ist das verwirrend. Verwirrende Levelstruktur. Hier muss man sich erst umgucken. Blindlings durch die Gegend rennen bringt hier gar nichts. Kann man da rein? Kann man hier irgendwo rein? Nein. Aha.
Einmal im Kreis gelaufen. Ich muss da lang, okay? Ich verstehe. Ich verstehe. Der hat mir jetzt was zu fressen gegeben, was mich langsam und träge macht. So ein Sack. Lässt die Wirkung wieder nach? Ja, sie lässt nach. So, Affe gebasht. Da oben ist der Schlüssel. Wir haben ihn. Komme ich da oben irgendwie rein? Noch nicht, ne? Da muss ich irgendwelche Blöcke freischalten. Und was haben wir hier? Ein Herz. Ah, hier ist der Frosch. So, 1 Minute 30 Zeit, um den Levelausgang zu finden. 1 Minute 30. Nein, du Affe, du! Oh oh. Auch interessant. Auch interessant, das hätte ich so auch nicht gefunden. Interessant. Oh, der Affe war gar nicht so verkehrt, oder? Jetzt hau bloß ab, du Affe. Nein, 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 wieder da rein. Ach, Minjo, wir müssen da schnell machen. Wir müssen da hin machen, was schon, Alter? Die Zeit und so. Du weißt schon. Gut, jetzt kommen wir da rein. Ey, was es hier noch alles zu entdecken gibt in 1 Minute 30. Die spinnen doch. Oh, jetzt muss ich den Professor hier wieder mitnehmen. Der Professor, nicht runterfallen. So. Professor einmal nach unten. Kann ich die jetzt unter Wasser nehmen? Wie geht denn der hier? Ich darf ihn nicht rumschmeißen. Der darf nicht runterfallen, oder? Oh oh, ich glaube, ich werde es nicht schaffen in der vorgegebenen Zeit. Professor, wo ist er denn jetzt hin? Professor Mobilux. Was passiert, wenn die Zeit abläuft? Muss ich dann den Schlüssel nochmal einsammeln, oder? Mehr nicht, oder? Oder? Jetzt ist der Idiot wieder runtergefallen. Oh, ich verliere all mein Geld. Ihr spinnt doch. Ihr spinnt doch, Alter. Mal, was ist denn meine ganze Kohle hier geflöten? Ihr habt doch einen Knall, Alter. Jetzt bin ich gleich der Bleide-Laus. Komm, mach hinne, Alter, mach hinne. Komm, lauf. Mann. Gerade noch kurz vorm Bleide gehen. Aber ich denke, für einen kleinen Einblick, ne, reicht es hier vollkommen. War ein lustiges, kleines Adventskalendertürchen. Mir hat's gefallen. Fand ich sehr, sehr spaßig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Adventskalendertürchen. Was natürlich morgen sein wird, ne? Ist ja ganz logisch. Schauen wir uns die Cutscene hier noch an. Und dann sage ich... Okay, dann sage ich... Ho, ho, ho! Bis zum nächsten Mal! Euer Nikolaus!